Ja, ich habe gerade schon mal die Frage gestellt, was passiert, wenn man so erfolgreich ist mit einem selber? Aber wie ist das denn mit dem Umfeld? Haben Sie da irgendwelche Erfahrungen gemacht? Was macht Ihre Familie? Ist da irgendwas verändert? Freunde, Bekannte? Oder sind die alle ganz normal geblieben? Ja, also die Leute, die ich vorher schon kannte, die sind immer noch ganz genauso wie vorher. Das ist ja auch gut so. Also ich möchte jetzt auch nicht, dass sie sich mir gegenüber anders verhalten. Nein, das kann ich verstehen, würde ich auch nicht wollen. Aber ich denke, der ein oder andere kann sehr ehrfurchtig werden, wenn er von einer Weltmeisterin steht. Das schließe ich nicht aus. Und wie ist das, wenn jemand Neues die kennenlernt? Auch genauso. Die sind selbst, strahlen das aus. Die sind sehr, sehr bodenständig und natürlich. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist. Also ich erzähle ja jetzt auch gar nicht direkt irgendwie, ich spiele Fußball oder weiß ich nicht. Also die Leute müssen mich halt auch erstmal kennenlernen. Da brauchen wir nicht so viel Gedanken drüber. Das macht die Natürlichkeit. Und Ihre persönlichen Ziele, welche sind jetzt dran für Sie? Na gut, jetzt haben wir mit Duisburg natürlich einen wichtigen Schritt gemacht. In Richtung Pokalfinale wollen wir natürlich mal mit Duisburg und möglichst lange in der Meisterschaft aktiv sein. Nicht wackeln. Mit der Nationalmannschaft spielen wir jetzt nächste Woche wieder eher Qualifikation. Und da wollen wir sicherlich auch erfolgreich spielen. Da wünsche ich Ihnen viel Erfolg und ich denke, das ganze Publikum ebenfalls.